So, L-Bahnhof. Mal gucken, ob wir da noch weiterkommen. Ich hoffe es. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Stimmt, das Entladesystem. Da war ja was. Und da muss ich gerade echt nochmal überlegen. Wir hatten das ja immer so ein bisschen gesplittet, ne? Drei ging dahin. Und drei dahin. Dann haben wir die dann irgendwann zusammengeführt. Hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, Horti. Ja, ich will nicht immer alles zehnmal oder so erklären. Das ist irgendwie nicht unbedingt zielführend. So. Ich brauche nochmal Strom, weil ich mal gucken möchte, wie das hier längs läuft. Genau, die sind jetzt beide im Prinzip auf der mehr oder weniger selben Seite. Stimmt, wir hatten mit einem Tunnel gearbeitet damals, ne? Richtig, damit die beide auf der gleichen Seite wandern oder landen. Okay, unsere Bauwarteschlange ist gerade ziemlich voll. Ja, die 5 machen wir noch fertig. Und das hier wird... Ah, halt. Warte mal, das müssten wir tatsächlich ein bisschen enger noch bauen, weil wir sonst da oben mit dem Ding in die Quere kommen. Genau. Ich denke, das könnte was werden, muss aber nicht. So, drei dahin. Der ist schon zu viel. Da müssen wir nachher mal gucken, wie das dann am besten funktioniert. Gut. Das machen wir auf der anderen Seite auch schon mal. Genau. Ja, stimmt, die anderen Greifarme hätten wir auch noch bauen müssen. Upsi, ohne Ende, ne? Aber ist okay. Könnte man dann nachholen. Ich habe gerade ein bisschen Material dabei, dann ist es okay. Genau, Tunnel wird gerade gebaut, ist sehr cool. Im Prinzip ja relativ simpel. Eigentlich müssen wir nur mit einer Leitung hier raus, aber ich muss halt gleich mal gucken, wie wir das hinbekommen, dass der andere Kram nicht da im Weg ist. Ich weiß es schon. Genau, und somit bekommen wir dann den Output quasi genau so, dass halt beide Fließbandecken genutzt werden, oder Seiten besser gesagt. Und dieses Konstrukt hier werden wir mal bis hier oben hin nochmal vervollständigen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich noch ein paar Tunnel mehr. Und ein paar weniger Greifarme mal eben. So. Genau, damit gehen wir gleich einfach einen weiter. Zack, zack. Da wird getunnelt. Läuft. Sehr schön. Ach, jetzt kommen wir mit Umständlichkeit. Wir machen das so. Fertig. So. Genau. Genau, ein paar Förderbänder bräuchten wir noch. Aber die brauchen wir sowieso immer. Moin, Torch Delight. Willkommen zum Stream.
Ja, und mit dem Rest müssen wir jetzt halt tatsächlich warten. Ja, Zeit fressen tut das Spiel auf jeden Fall, das stimmt. Wobei wir bei dem Spielstand jetzt erst ja knapp 9 Stunden dabei sind. Aber da haben wir schon wesentlich mehr hinter uns, könnte man fast sagen. Ich brauche halt nur Förderbänder. Aber wir könnten nebenbei schon mal die anderen Dinge machen. Genau. Und zwar werden wir auf jeden Fall das ganze Ding hier mal einmauern. Oh. Das sind so Geschichten, die haben wir zum Beispiel beim letzten Mal nicht gemacht, aber ich finde, das ist optisch eigentlich... Oh, verdammt. Ziemlich cool. Oh, Forschung ist fertig, sehr schön. Dann machen wir damit direkt weiter. Erstmal diese ganzen Module fertig. Läuft. Eigentlich sieht das, glaube ich, ganz cool aus. Ich meine, natürlich sind die ganzen Rezepte dadurch aufwendiger oder die ganzen Blueprints, aber ich finde, wir werden dieses Mal tatsächlich auch ein bisschen für die Optik bauen. So. Ja, und dasselbe dann halt Prinzip nochmal auf der anderen Seite, das machen wir gleich. Das heißt... Ach stimmt, genau, ich wollte noch ein paar Förderbänder verlegen hier, genau. Davon brauchen wir sowieso noch mehr hier. Und man läuft hier halt wunderbar schnell drauf, das ist schon ziemlich geil irgendwie, ne? Na gut, genau, hier kommen Greifarme hin, da kommen Greifarme hin. Ja, das geht mit dem Pflastergedöns, aber ich wollte hier die Schräge hinbauen, deswegen habe ich es klein gelassen. Ja, machen wir genau so. Klar. Klappt das überhaupt? Warte mal, ich habe gerade irgendwie so eine blöde Vorahnung. Ach so, ich muss hier noch einen Block weiter raus, sehe ich gerade. Vielleicht sogar noch einen. Ja, tatsächlich. Okay, machen wir es so. Genau, dann haben wir das. Und der hier ist natürlich noch einen Block länger, ist klar. Oh, Upsi. Nee, ich wollte gerade mal was ausprobieren mit diesem Greifarm hier. Achso, so eine andere Stromverbindung wäre nicht schlecht, ne? Auch die Verkabelung werden wir hier gleich alle mit einbauen, aber nicht so. Das machen wir gleich nochmal vernünftig. Nee, was ich gucken wollte... Nee, passt. Okay. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, irgendwie das Problem gehabt. Da haben wir es ein bisschen anders gebaut gehabt. Dass es nicht spiegelverkehrt gefunzt hat irgendwie, aus irgendwelchen Gründen. Aber hier geht's. Okay. Nun gut, dann bräuchten wir davon noch was, dann davon noch was, da noch ein paar von. Ja. Wir könnten noch mal ein bisschen Beton verteilen. Wie viel habe ich noch? Nicht mehr so viel.
Bin weg damit. Jupp. Hey, cool, da kann man sogar so eine Muster mitmachen. Aber das ergibt keinen Sinn. Ja, genau. So, und einmal machen wir das Ganze nochmal. Und dann haben wir das. Upsi. Oh. Nicht so gut. Naja. Ernsthaft? Naja, da kommen noch welche nach. Zum Glück. So. So, jo, dann haust du rein, Torch the Light. War gerade nicht so auf den Chat fixiert, weil das immer irgendwie so ein Kopfding hier ist bei Factorio. Aber egal, passt schon. So, das Steinzeug können wir hier wieder rausnehmen. Und wieder einsacken. Wir wissen ja, dass es funktioniert, war nur ein kleiner Test hier. So. Ja, jetzt bräuchten wir auf jeden Fall nochmal einen Haufen Beton, um das Ding hier fertig zu bauen. Und ich schicke mal den Zug wieder weg eben. Ja, wir brauchen massenweise Beton und warte, diese Billigstromgeschichten, ne? Die kommen auf jeden Fall erstmal wieder weg. Weil wir machen das diesmal vernünftig. Ah, stimmt, die Greifarme. Richtig, habe ich ganz vergessen. Und hier in der Mitte kommen dann halt die Grünen hin. Da brauchen wir halt echt noch ein paar mehr von dann. Upsi. So, aber dann haben wir die schon mal. Genau, der ist gerade fleißig am Bauen. Der kann auch noch ein paar hinterher bauen. Und wir schnappen uns mal ein bisschen Beton. Halt. Forschung ist fertig. Das wollen wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Bremskraft für Züge. Ja. Na, das ist doch mal ein Ergebnis hier. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall davon noch was. Dafür brauchen wir 10 Beton. Das ist halt echt bekloppt, ne? Und da werden auch gerade sowieso die Greifarme gebaut. Dann bauen wir noch 5 Stück dazu. Und machen davon noch ein bisschen was. Und machen jetzt einfach ein kleines Päuschen. Es war ein bisschen früher. Als eigentlich normalerweise. Aber hey, was soll's. Dann kann der ganze Kram hier in Ruhe gebaut werden. Kann auch davon noch mal ein bisschen was bauen. Warte mal. Genau, ich sammle noch mal eben ein bisschen Material zusammen. Oh, wir müssen uns unbedingt um die Eisen, also Roheisenproduktion kümmern, glaube ich. Hier kommt nicht mehr so viel an. Machen wir auch gleich. So, nicht zu sehr übertreiben. Ich denke, damit hat er erstmal ein bisschen was zu tun hier. Und ja, wir machen an der Stelle mal eben unsere 5 bis 7 Minuten Pause. Und in dem Sinne, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Und weiter geht's. Wir sehen schon, der ist noch nicht fertig geworden hier mit dem ganzen Bauzeug. Aber ist egal. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Beton dabei. Das heißt, wir können nochmal hochgehen. Und schon mal die Fläche soweit fertig machen. Des Weiteren können wir Licht verteilen und Stromleitungen noch nicht so ganz. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Stahl, ne? Ach, genau, stimmt. Wir können mal gucken. Ich glaube, unser Stahldingens ist voll. Das heißt, wir werden unten mal die Kiste ein bisschen aufbohren.
Ja, da hat sich die Erhöhung der Produktion auf jeden Fall gelohnt, würde ich mal sagen. So. Ja, nochmal 5 von den Dingern und der Rest sollte dann wieder ein bisschen zügiger vonstatten gehen. Aber das werden wir gleich sehen, denn... Halt. Halt, warte mal. Wenn wir schon hier auf dem Weg sind, können wir nochmal die Schwefelfässer mitnehmen, ne? Aber die habe ich oben noch drinne gehabt, glaube ich. Ach, ich guck mal kurz runter. Ach, halt. Richtig, die war noch oben. Okay. Die könnten wir mal auf einer unserer Touren mitnehmen. Wie zum Beispiel auf dieser hier. Und dann mal wieder so ein bisschen befüllen lassen, weil... Sonst kommt die Produktion hier zum Stehen, so wie hier. Ich meine, das ist nicht schlimm. Aber, okay, wir haben jetzt schon 600. Okay, das ist natürlich nice. Ach so. Wir brauchen dann eine In- und Output-Kiste, glaube ich. Moin Steffen, herzlich willkommen. Ja, ich habe gerade den Bot nochmal eben in der Pause so ein bisschen einen Arschtritt gegeben. Weil er nicht unbedingt das getan hat, was er sollte. Ich meine, heute Morgen um 10 der Stream, das hat funktioniert mit dem Bot. Aber gerade eben dann nicht mehr. Aber ist eine Kleinigkeit, glaube ich. So. Ich habe nur die teuren Greifarme und die schmeiße ich hier garantiert nicht hin. Gut, ist ja egal, das Ding arbeitet erstmal. Passt schon. Wir wollen uns um was anderes kümmern, nämlich um den Bahnhof. War schon... Nee, könnte passen. Wir sollten ja, oder sind ja eigentlich hier... Genau, direkt in die Kurve gegangen. Jetzt machen wir mal eben die Forschung hier. Ja, von mir aus Inventar, Abfall, Logistik. Oh. Genau. Und dann wäre das... Ah, halt, da fehlt noch was. Habe ich hier drüben alles erwischt bestimmt, oder? Ah, nicht ganz. Gut. Passt, glaube ich. Nächstes Ding, Beleuchtung. Ach so, ich habe ja da noch was. Ganz vergessen. Beleuchtung würde sich anbieten, wenn wir immer hier in diese komische Kurve eine reinbauen. Das sollte eigentlich für das ganze Ding schon reichen dann. Und wir werden noch eine kleine technische Geschichte einbauen. Wir brauchen nachher im Output-Bereich hier ein Signal. Ach so, vom Bot und von Twitch hast du die bekommen. Dann liegt's an der Twitch-API. Dann liegt's nicht an meinem Bot. So, warte mal. Lok ist da. Waggon, Waggon, Waggon. Andere Lok. Dann werden wir das Signal hier vorne hinstellen. Gut, genau. Gut, dann Stromverkabelung. Kann ich gerade noch gar nicht machen, weil ich gerade noch die Förderbänder mache. Da brechen wir einfach mal ein paar von ab, glaube ich. So vielleicht, genau. Zum Thema Licht. Macht das Sinn hier vorne noch? Obwohl, ich glaube, die reichen. Wir machen da gleich mal einen Test im Dunkeln, glaube ich. So. Und dann bietet es sich ja an... Verdammt, das reicht nicht. Wir müssen ja hier vorne auch noch die guten Greifarme hinbauen, wollte ich sagen. Hopp. So, also das klappt leider nicht. Aber das heißt, wir könnten... Ha, da kriegen wir genau die 3 mit. Wenn wir sie hier hinstellen, kriegen wir die Beleuchtung sogar noch mit rein. Machen wir es da. Also sogar schon eine Verbindung hier. Cool. Ja, das klappt, glaube ich, ganz gut hier. Genau, hier oben noch mit dran. So, und hat der ganze Bahnhof auf jeden Fall Strom. Natürlich ist er noch nicht so ganz vollständig, weil uns diese Greifarme hier fehlen.
Aber das ist schon mal ganz gut eigentlich.